Schönen guten Morgen, wir haben 8 Uhr und 48 Minuten und ich bin jetzt unterwegs bei 0 Grad, also es wird langsam deutlich kälter, soll es auch die nächsten Tage schneien, bin mal gespannt. Ja, ich fahre jetzt erstmal kurz mein Auto noch entrümpeln und dann geht's zum ersten Ticket. Jetzt sehe ich endlich wieder hinten raus, habe nämlich jetzt das ganze Gerümpel von gestern von der aufgelösten Bankfiliale noch ausgeladen. Und bin jetzt unterwegs erstmal im Raum Tuttlingen zu einer Glasfaseranschaltung inklusive Inbetriebnahme und dann geht's an jede Menge Derangierungen, ne? Im Raum ja, Tübingen, Reutlingen, so die Ecke. Ja, gestern Nachmittag hatte ich nur ein nettes Erlebnis. Und zwar, ich bin ja gerade viel am Telefonieren und irgendwie einen neuen Auftraggeber aufreißen. Und ja, da bin ich gestern auf den Boris aus dem Raum Frankfurt gestoßen. Das ist auch ein Freelancer, ein Solo-Selbstständiger, also ein Einzelkämpfer wie ich. Und ja, dem habe ich gestern angerufen. Den kannte ich natürlich nicht und habe mich ordentlich mit meinem Namen gemeldet. Und was kam gleich? Ah, der Herr Servicetechniker. Ja, der kannte mich dann also auch schon aus den Socials. Wir haben uns gestern Abend noch nett unterhalten und werden auf jeden Fall Kontakt halten. Und ich kann nur noch mal alle Solo-Selbstständigen ermuntern, in die Servicetechniker-Business-Gruppe einzutreten. Da wollen wir uns mal ein bisschen ja, vernetzen und eventuell die ein oder anderen Projekte gemeinsam abarbeiten. Ich bin gleich beim Kunden und der Ablauf, wer schon länger meine Stories schaut, weiß, dass ich jetzt erstmal einen Laser beim Kunden auf die Faser drauf klemme und dann beim Technikstandort oder am Technikstandort die Leitung durchschalte. Ne? Mal gucken, ob alles funktioniert. Ja, und links hinter dem Baum sieht man übrigens den Technikstandort. Da muss ich dann nachher hinfahren. So, ich bin drin im Technikstandort, das ist so ja, wie eine kleine Fertiggarage und habe jetzt auch schon auf Anhieb meine Leitung entdeckt. Ne? Jo, kundenseitig ist die Leitung gepatcht, ne? Wie man sieht, und auf der anderen Seite, auf der Technik, kommt dann praktisch das andere Ende des Breakout-Kabels an. Und ja, bei Licht ist es immer schön, da sieht man sofort, ob die Leitung durchgeht oder nicht. Ne? Blink, blink, ja, das ist der Kunde. Und der kommt jetzt auf den Port 14 und ist damit auf der Technik. Und jetzt fahre ich wieder zurück zum Kunden. Wow, ganz schön frisch. Ja? Ich muss noch eine Heizung beantragen, den Technikstandorten, ne? Weil da ist echt immer extrem kalt. Und ja, wie gesagt, jetzt geht's wieder zum Kunden. So, der APL ist wieder zu. Das ist der ONT. Und jetzt mache ich noch schnell den Test. Mit meinem Argus. So, Speedtest ist in Ordnung. Ja, Kundenbox hänge ich nicht ran, weil es eine kundeneigene. Die muss der Kunde dann selber einrichten. So, erledigt. Mal kurz den Download verzehnfacht. Der Kunde hatte nämlich bis jetzt immer einen 16 Mbit. Und hat jetzt 160 Mbit. Ne? Also das ist schon ein bisschen vorangegangen jetzt bei ihm. Und ja, jetzt gibt es ein bisschen Fahrerei, weil jetzt geht es in den Raum Tübingen-Reutlingen. Ja, und zur Feier des Tages habe ich jetzt für 30 Euro getankt. Ja, bei 1,55, da muss man ja zuschlagen. Mega Schnäppchen. Und ja, jetzt eine kleine Planänderung. Ich fahre jetzt erst in den Raum Böblingen. Das heißt jetzt erstmal über die A81 und dann arbeite ich mich so Richtung Tübingen-Reutlingen vor. Ne? Habe jetzt aber locker eine Stunde Fahrt.
Ja, bei fettem Nebel bin ich auf der A81. Komme jetzt auch gleich mal live bei TikTok. Bekomme jetzt auch schon seit gestern die ersten Mails, ob heute Abend gekocht wird. Natürlich, heute Abend wird wieder gekocht. Ab 19 Uhr live bei TikTok. Und nachdem TikTok die letzten zwei Mal nicht aufgezeichnet hat, aus technischen Gründen, werden wir heute Abend die zweite Kamera mitlaufen lassen, sodass wir das dann wieder bei YouTube veröffentlichen können. Und ja, heute Abend werden wir auch nochmal alles erzählen, wie es technisch so abläuft bei unserer Kochsession nächsten Freitag. Da haben wir vor, mit ein paar Usern ein Hänsler-Gericht nachzukochen, interaktiv. Das heißt, über irgendeine Plattform, das werden wir jetzt heute Abend alles besprechen und euch heute Abend bekannt geben. Ne? Nach einer Nebelfahrt auf der A81 bin ich jetzt im Raum Böblingen-Sindelfingen. Mein Gott, was sind da für Leute unterwegs? Das ist unglaublich. Ja, auf jeden Fall hoffte ich so auf ein bisschen Sonne im Bereich Stuttgart. Was ist denn los, du? Aber hier sieht es leider auch schlecht aus. Ne? Also nichts mit Sonne, aber vielleicht geht ja noch was heute. Mal sehen. Jo, da ist er, mein erster HVT des Tages mit meiner ersten Derangierung heute. Ja, und dieser ÜVT ist also etwas überdimensioniert, würde ich mal sagen. Ne? Aber naja, was soll's. Ja, das war schon. Auch wieder eine 2 Mbit Leitung, also ein alter Primär-Multiplexer. Und jetzt geht's weiter. So, an dem HVT bin ich fertig. Jetzt haben wir gerade noch ein bisschen meine Route angeschaut, damit es alles einigermaßen wirtschaftlich abläuft. Und jetzt fahre ich kurz meinen Schlüssel weg noch an den Schlüsseltresor. Und dann geht's nach Nürtingen. Jo, nachdem ich jetzt die ganze Zeit am Telefon hing, bin ich jetzt am nächsten HVT in Nürtingen, mache hier meine nächste Derangierung. So, auch erledigt und auch das war mal wieder eine 2 Mbit Strecke, also ein alter ISDN-Anschluss, primär Multiplexer, ja, die werden jetzt hier so nach und nach überall sterben und dann entsprechend derangiert. Ja, und jetzt geht es wieder 7 Kilometer an den Schlüsseltresor, das ist doch ein fucking Standort, echt, das ist aber zum Kotzen, ne, also. So, Schlüssel ist weg und jetzt geht's nach Tübingen. Genau, sind jetzt so ja, knapp 30 Kilometer.
So, ich bin stolzer Besitzer eines HVT-Schlüssels und fahre jetzt zum entsprechenden HVT ca. 3 Kilometer. Ja, ich bekomme immer mal wieder Nachrichten zum Thema Schlüssel, warum man die nicht an die Gebäude ranmacht. Ja, das wüsste ich auch gern. Würde natürlich einiges erleichtern und man könnte wesentlich schneller arbeiten. Ne? Aber hat sich mal irgendein Sesselpupser einfallen lassen, dieses System. Und wir müssen es halt ausbaden, ne? Ist halt so. Ja, nächster ÜVT, nächste Derangierungen, ja, weil hier habe ich gleich zwei, ne? Das ist einigermaßen positiv, also los geht's. Jo, erledigt. Jetzt geht's wieder zurück, ein Schlüsseldressur und dann geht's nur nach Reutlingen, ne? Ich kann ja heute nicht ganz so lang, weil ich muss ja noch ein bisschen einkaufen für unsere Kochsession heute Abend. Wow, hier ist gut warm. Jo, auch wieder erledigt. Wieder das gleiche in grün, was ich heute schon den ganzen Tag mache. Ja, und jetzt geht's weiter zum nächsten HVT in Reutlingen. Also, Gummi. Weiter geht's. Derangierungen im Akkord heute, ne? Und weiter geht's. Ja, das wird sportlich heute auf jeden Fall, denn ich hätte jetzt noch zwei Reutlinger und einen so auf der Heimfahrt, aber ja, das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen heute. Weil ich muss ja noch einkaufen, ne? Und wollte eigentlich so ja, spätestens um 5:30 zu Hause sein, ne? Also muss Gas geben. Ja, hier kann man auch gut Fußball spielen, ne? Also ein Riesenteil. Und ja, da mache ich jetzt auch wieder eine Derangierung wie gehabt. Also manche Techniker, die gehen einen schön auf den Sack, ja. Einfach hier die Leitung rausgezupft und schön hier hängen lassen. Komm, ich bin ja nicht so ein Menschenskinder, du echt. Ja, und so sieht es mittlerweile in meinem Fußraum aus. Ein Haufen Kabel von den ganzen Derangierungen heute. Jo, bis hierher und nicht weiter. Denn, ja, jetzt muss ich auf jeden Fall mal langsam Richtung Heimat. Bin ja schließlich in Reutlingen noch, ne? Das ist also jetzt nicht gerade ein Katzensprung, nach Tuttlingen. Was sagt's Navi?
113 Kilometer, 16.50 Uhr. Will mich wieder wahrscheinlich über die Autobahn lotsen. Das mache ich aber auf keinen Fall. Ja, Story war heute so assi, würde ich mal sagen. War jetzt nichts Besonderes dabei. Sorry, ja, krieg im Moment nur irgendwie Schrott. Keine Ahnung, bin ja froh, dass ich überhaupt was krieg gerade. Ja, heute Abend 19 Uhr. Ich hoffe, das klappt alles. Wie gesagt, muss ja nur einkaufen. 19 Uhr wird wieder gekocht. Bei TikTok live. Ne? Wer Bock hat, schaltet einfach mal ein. Und ansonsten mal gucken, morgen, was da noch ist. Morgen früh laufe ich auf jeden Fall eine Runde. Ja, nochmal kurz der Hinweis für alle, die eventuell mitkochen wollen, nächsten Freitag. So interaktiv, ne? Über irgendeine Plattform müssen wir jetzt mal gucken, wo wir es machen, genau. Ja, der hat heute Abend die Möglichkeit, noch weitere Informationen zu bekommen und auch Fragen zu stellen an meinen technischen Direktor, den Flo. Der wird es nämlich so managen, ne? Das Livestreaming, dass das alles funktioniert. Also, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt und noch unschlüssig seid, ob ihr mitkochen sollt, nächsten Freitag, dann heute Abend auf jeden Fall einschalten. Ansonsten, ja, danke fürs Zusehen und dann in dem Fall bis morgen, falls ihr nicht dabei seid. Ja, also von der Optik sieht es nicht schlecht aus, aber vom Geschmack, was sagst du? Naja, nachdem wir das mit dem Zeug allen bearbeitet haben. Also wir haben jetzt so ziemlich alles an Gewürzen drauf geballert, was geht. Salz, Pfeffer, Fondor, so in Soja ertränkt. Ja, aber langsam schmeckt es, ne? Langsam kriegt es ja Geschmack. Ja, okay, also komm. Beim nächsten Mal wird es besser, ne? Hoffe ich doch. Ja, ich auch.